Kostenfreie Designrecherche. Greife ich in fremde Designs ein? Ist mein Design überhaupt neu? Ich bin Rolf Klesen, Partner und Patentanwalt bei Freischirm und Partner, und jeden Donnerstag veröffentliche ich ein Video zu Patenten, Marken und Designs, und in diesem Video geht es um die Designrecherche. Wie kann ich feststellen, ob ich mit meinem Design in fremde geschützte Designs eingreife? Ist mein eigenes Design überhaupt neu? In diesem Video erkläre ich genau, in welchen Datenbanken Sie kostenfrei nach Designs recherchieren können und was Sie bei diesen Recherchen beachten sollten. Mich würde sehr interessieren, warum Sie sich dieses Video ansehen. Wollen Sie selbst eine Designrecherche durchführen? Warum wollen Sie die Designrecherche durchführen? Das würde mich sehr interessieren. Gerne Ihre Antworten auf diese Fragen unter diesem Video. Wenn Sie herausfinden wollen, ob Sie in Deutschland in geschützte Designs eingreifen, dann müssen Sie zum einen deutsche Designs recherchieren beim DPMA, beim Deutschen Patent- und Markenamt im Register. Und dann noch in einer Datenbank, jedenfalls empfehle ich das, DesignView, die vom EOIPO, also vom EU Intellectual Property Office, betrieben wird. In dieser Datenbank DesignView sind viele Länder schon hinterlegt, also Designs aus vielen Ländern, aber eben nicht Deutschland. Deswegen muss man Deutschland eben separat beim DPMA bislang recherchieren. Dann müssen Sie neben eben deutschen Designs und EU-weiten Gemeinschaftsgeschmacksmustern auch die sogenannten Haager-Muster recherchieren. Die sind aber eben auch in DesignView hinterlegt, sodass Sie mit der Recherche in DesignView alle diese relevanten Länder eben außer Deutschland erschlagen können. Alternativ können Sie natürlich auch einen Patentanwalt oder einen darauf spezialisierten Rechtsanwalt engagieren. Unsere Rechercheurin hat natürlich eine wesentlich komfortablere Datenbank, die natürlich auch Geld kostet. Und der Vorteil für Sie ist dann, dass ich natürlich dafür hafte, was ich Ihnen da erzähle. Im folgenden Video zeige ich Ihnen aber in einem konkreten Beispiel, wie Sie in DesignView und im deutschen Register recherchieren können. DesignView ist eine offizielle Datenbank des EU-IPO, also des Europäischen Markenamts, salopp gesagt, und beinhaltet Designs aus allen möglichen Ländern. Diese Länder kann man unter anderem hier in dieser Liste sehen. Eine wichtige Ausnahme unter diesen Ländern ist Deutschland. Deutschland ist leider nicht dabei. Deswegen mache ich gleich auch noch einen kurzen Screencast vom deutschen Designregister, aber erstmal hier DesignView. In DesignView geht man am besten auf die erweiterte Suche direkt, und dort kann man beispielsweise sagen, man möchte sich alle Designs, die in der Datenbank vorhanden sind, zum Beispiel von Disney angucken. Dann gibt man also Disney ein und geht dann auf Suchen. So, da findet man dann alle Designs, die in dieser Datenbank vorhanden sind, von Disney. Das sind 37 Seiten mit Treffern, jeweils mit 10 Treffern. Man kann das auch anders auflisten lassen, mit 40 Treffern. Und dann hat man halt mehr Treffer auf einer Seite. Wie man sieht, sind die meisten in Großbritannien oder USA. Es gibt aber eben auch einige, die in der Europäischen Union gültig sind, wie zum Beispiel diese. Da steht allerdings Geschmacksmuster erloschen. Wenn man jetzt auf erweiterte Suche geht und nur diejenigen sich anzeigen lassen will, die eingetragen sind, also hier auf eingetragen geht und dann wieder auf Suchen geht, dann sieht man leider nur noch Unionsmarkendesigns und nur noch eine Seite. Das ist zwar kein direkter Fehler dieser Datenbank, aber man sieht halt nur Designs, wo tatsächlich der Status nur eingetragen steht. Und bei manchen Designs ist halt gar nichts eingetragen oder steht halt eingetragen und vollständig bekannt gemacht. Das heißt, das hier ist ein bisschen irreführend. Es werden nicht alle tatsächlich Eingetragenen angezeigt, sondern die nicht, die eingetragen und vollständig bekannt gemacht sind. Und auch die nicht, die eben nichts dort stehen haben, wie zum Beispiel die US-Designs. Also hier Vorsicht bei Status des Geschmacksmusters. Nicht beschränken auf eingetragen, weil das vielleicht irreführend sein könnte. So, dann bei den Ämtern, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur Designs angezeigt bekommen wollen, die in Deutschland Schutz haben, Deutschland fehlt ja, dann muss man noch die Unions-, die Gemeinschaftsgeschmacksmuster
ankreuzen. Also EM ist die Abkürzung und WO sind die Hager-Muster. Das sind auch Design, ist eine Designform, eine Schutzform, die auch als Designschutz in Deutschland oder in der Union haben kann. Also kreuzt man diese beiden an und dann kann man auf Suchen gehen und dann bekommt man alle Designs angezeigt, die in Deutschland Schutz haben können. Dann muss man sich leider durch die durchwühlen, die eben erloschen sind, da man da eben nicht drauf einschränken sollte aus meiner Sicht. Man sieht das hieran, hier sieht man eingetragen und vollständig bekannt gemacht. Hier hat man also Designs, die auch eingetragen sind und auch Schutz haben und auch in Deutschland Schutz haben. Hier ist DE und da steht dann als Ware Kamera Push Buttons for Camera. Das ist auch wieder etwas irreführend. Das sind zwar wahrscheinlich in erster Linie erstmal als Kamera gedachte Gehäuse oder Designs, hier zum Beispiel ein Uhrengehäuse. Allerdings ist es so, dass Designs unabhängig von der angegebenen Ware Schutz haben. Das heißt, wenn ich Kissen machen würde, die diese Form haben würden, dann würde ich auch in dieses Design eingreifen. Deswegen ein weiterer Tipp, keine nicht auf Angaben des Erzeugnisses einschränken. Denn ein Design hat halt warenunabhängig Schutz und wenn man jetzt nur Designs für Kissen sucht und dann eine Uhr macht, die eben auch so aussieht, fällt man trotzdem unter das Design. Wenn man sich allerdings erstmal einen Überblick verschaffen möchte, was es für Uhrendesigns geben könnte, dann kann man natürlich hier Uhren eingeben, Modus enthält, das heißt, es kann auch Uhrengehäuse und so weiter sein. Wenn man jetzt auf Suchen geht, dann hat man hier natürlich sehr viele Treffer. Das sind 353 Seiten mit jeweils 40 Treffern. Aber da kann man sich schon mal eben ansehen, welche Uhrendesigns so geschützt sind. Das ist allerdings eben keine abschließende Aufzählung. Denn es können ja auch eben Designs in anderen, für andere Waren eingetragen sein, die allerdings eben von Uhrenzifferblättern oder Uhrengehäusen oder Uhrenboxen auch benutzt werden, sodass man da mit Vorsicht drangehen sollte, hier die Recherche auf das Erzeugnis einzuschränken. Dann kann man hier noch lauter verschiedene andere Einschränkungen machen. Man kann, wenn man einen bestimmten Designer kennt und wissen möchte, welche Designs der entworfen hat für die verschiedenen Firmen, für die er vielleicht arbeitet, dann kann man hier den Entwerfer eingeben. Ist allerdings so, dass diese Angabe nicht verpflichtend ist. Das heißt, in den einzelnen Designs, außer in den USA zum Beispiel, also es gibt einige Länder, wo es verpflichtend ist, aber zum Beispiel nicht in Deutschland, sodass man hier nicht zwingend alle Designs findet, die von einem Designer stammen. So, dann kann man hier Locano-Klassen einschränken. Das ist vielleicht noch eine wichtige Sache, aber eben auch nicht schutzbeschränkend. Aber wenn man hier, da kann man eben nicht auf bestimmte Stichworte einschränken, sondern einfach mal die Designs für Uhren und andere Messinstrumente sich anzeigen lassen und dann das weiter einschränken auf die Untergruppen, wie zum Beispiel Taschen- und Armbanduhren. So, wenn ich jetzt suche, dann finde ich auch Designs, die nicht unbedingt das Wort Uhr hier drin haben. Man sieht das hier, Wristwatches. Das ist noch ein bisschen geschickter, als wenn man es auf Stichworte einschränkt, die Locano-Klassen. Und man hat jetzt alle die Sachen draußen, die auch Uhr drin haben, aber mit dem Uhren, mit der Uhr selbst nichts zu tun haben, wie zum Beispiel Uhrenschatullen oder Uhrenbeutel oder Uhrenputztuch oder solche Geschichten. Man sieht dann tatsächlich nur Uhren oder Zifferblätter. Hier sehe ich gerade, ist auch ein Bracelet. Das ist wahrscheinlich irgendwie falsch einsortiert in der Uhrenklasse, denn das obliegt eben auch immer dem Anmelder selbst, eine Locano-Klasse anzugeben. Und das wird oft nicht von den Ämtern geprüft, ob das auch stimmt. Ein weiterer Punkt, warum man hier vorsichtig sein sollte, sich auf die Locano-Klasse zu verlassen. Es kann immer sein, dass man in Designs eingreift, die in der Locano-Klasse gar nicht korrekt klassifiziert sind. Wenn man jetzt auf so einen konkreten Treffer draufklickt, dann bekommt man
diesen Treffer eben angezeigt und die einzelnen Angaben dazu, also wer der Vertreter ist. Vertreter ist die Firma selbst, die machen das selbst, die haben keinen Patentanwalt oder Rechtsanwalt, der das für die macht. Und da ist die Abbildung, die zu dem Design gehört. Und hier sind die verschiedenen Daten, also Ablaufdatum, Tag der Eintragung, Anmeldedatum und so weiter. Und ganz wichtig, hier links unten ist ein großes Feld, wo man draufklicken kann und dann landet man direkt beim Register praktisch, was dazugehört, und hat die absolut aktuellen Daten zu diesem Design. Da steht auch expired 13.04.2015 und das ist auch genau richtig so. Hier kann man noch die History sich angucken. So, hier sieht man das Design. Da sind sogar zwei verschiedene Designs in dem Design geschützt. Das ist in TMView gar nicht so weiter angegeben. Und deswegen auch noch wieder ein Punkt, immer auch das Register angucken und sich nicht auf die Datenbankinformationen vielleicht verlassen. Hier sieht man eben auch, dass das Ablaufdatum der 13.04.2015 war und Design Labs, also das ist insoweit richtig hier wiedergegeben. Dann gibt es noch das deutsche Designregister. Und dort kann man erstmal auf Einsteigerrecherche klicken. Und wenn man jetzt hier nach Disney suchen will, dann erlebt man, dass man überhaupt keine Treffer findet, weil Disney eben keine deutschen nationalen Designs schützt, sondern eben EU-weite Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Ich hatte gerade schon ein Beispiel hier eingetragen, wenn man jetzt eben, um einfach mal was zu sehen, Daimler eingibt und dann auf Recherche starten klickt, dann erscheinen überhaupt viel zu viele Treffer. Das heißt, man hat die Möglichkeit, einfach nur die Gesamtzahl sich anzeigen zu lassen oder die letzten 1000 Treffer anzuzeigen. Wir wollen jetzt mal Kotflügel angucken. Also Daimler hat eben Designs für Kotflügel eingetragen. Und da sieht man dann, dass es eben 24 Designs gibt, wo die Bezeichnung tatsächlich Kotflügel ist. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man, wenn man Kotflügel anbietet, dann und diese Designs nicht verwendet, nicht unter Designs von Mercedes oder von Daimler fällt, da eben diese Erzeugnisbeschreibung nicht den Schutz beschränkt von Designs. Das heißt, man kann vielleicht auch unter andere Designs fallen. Hier sieht man einfach mal diejenigen, wo tatsächlich im Text Kotflügel steht. Wenn man etwas ausführlicher oder detaillierter recherchieren möchte, dann kann man auf die Expertenrecherche gehen. Wenn man hier jetzt das Erzeugnis wieder auf Kotflügel einschränken wollte, dann kann man das tun, indem man hier Inhaber Daimler und Erzeugnis gleich Kotflügel eingibt und dann auf Recherche starten klickt. Und dann findet man hier wieder auch in der Expertenrecherche die Kotflügel. So kann man halt sich die einzelnen Designs von den Herstellern anzeigen lassen, die hier geschützt sind. Diese Recherche kann man beliebig komplex gestalten. Also wenn man zurück zur Expertenrecherche geht, kann man hier auch Klammern setzen und oder verknüpfen und mit eben sehr vielen verschiedenen Feldern, die man sich hier aussuchen kann oder einfach weiß, zum Beispiel Erz für Erzeugnis. Dies ist natürlich nur ein Beispiel für eine Designrecherche. Man sieht, dass man als Laie da relativ schlecht nur verbindlich recherchieren kann, denn man kommt kaum umhin, als Laie hier bestimmte Erzeugnisse einzuschränken, weil man sonst sich die einzelnen Treffer gar nicht anzeigen lassen kann. Es gibt natürlich kostenpflichtige Datenbanken, bei denen man auch eben unbeliebig viele Treffer anzeigen lassen kann und dann eben sich die einzelnen in Kraft befindlichen Designs von bestimmten Herstellern jedes im Einzelnen ansehen kann und sehen kann, ob man unter dieses Design fällt oder nicht. Das ist aber in der Regel den bezahlten Datenbanken vorbehalten. Sofern Sie eine solche Recherche brauchen, wenden Sie sich da am besten an einen Rechtsanwalt, der sich mit Designs auskennt, oder eben einen Patentanwalt. Unter diesem Video finden Sie die Links zum deutschen Register und zur Designview. Wie eingangs erwähnt, würde ich gerne von Ihnen erfahren, warum Sie sich dieses Video ansehen. Warum wollen Sie eine Designrecherche durchführen?
Ich würde mich über Ihre Antwort unter diesem Video sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video gut erklären, was eine Designrecherche ist und wie und wo Sie diese durchführen können. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal, wenn Sie über Patente, Marken und Designs informiert bleiben wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann drücken Sie auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.